Ja, mein Name ist Frank Petershagen von der Volkswagen Immobilie. Von Hause aus bin ich Architekt und hier war ich als Projektleiter zum Beispiel auch für das Gebäude zuständig. Aber grundsätzlich bin ich derzeit mit Innovationen beschäftigt, hier im Reallabor Stammkergärten. Eigentlich müsste man noch mal gerade im Vorfeld der Wahl ein bisschen auf den Klimaschutz aufmerksam machen. Wir haben so eine große Aufgabe. Wir wollen und wir haben schon lange Themen der Energiewende bei uns natürlich auch im Haus. Und wir als VW-Tochter, VW Immobilien, haben natürlich auch das Thema der E-Mobilität im Haus. Jedes Auto, das halt elektrisch fährt, bedeutet auch in der Immobilie Veränderung. Sprich, ich brauche Ladestrom, ich brauche Möglichkeiten zu laden. Das wurde hier sehr früh schon mit angedacht. Wir müssen einfach wissen, dass Baufarben wie dieses halt sehr lange brauchen im Vorlauf. Hier wurde halt ganz früh schon für die nötige Leistung in den Trafos im Quartier, hier wurde ganz früh schon für Anschlüsse, vorbereitete Anschlüsse in den Tiefgaragen gesorgt. Hier wurde ganz früh jetzt schon DC-Wallbox in den Tiefgaragen angeboten. Hier ist in den Straßenräumen halt schon Platz für Schnelllader vorgesehen. Das haben wir alles soweit vorgerüstet. Also der Status quo im Moment ist, dass wir den Mietern hier in den Gebäuden ermöglichen wollen, ihre Elektrofahrzeuge jederzeit laden zu können, und zwar über Nacht, egal welches Fahrzeug. Das heißt, es muss sichergestellt sein, dass jedes Elektrofahrzeug, egal wie groß die Batterie ist, innerhalb von 8 Stunden geladen sein soll. Ja, wir können jedem Kunden, der hier wohnt, gewährleisten, dass er sein Elektrofahrzeug jederzeit laden kann. An jedem Stellplatz ist eine einzelne Steckdose angebracht, die auch individuell dem Nutzer und dem Nutzer des Fahrzeuges, des Stellplatzes zugeordnet ist. Das heißt, er hat jederzeit die Möglichkeit, für seine normale Mobilität, das heißt 30, 40 Kilometer Mobilität pro Tag, das Fahrzeug über Nacht an einer Standardsteckdose wieder aufladen zu können. Nachhaltig. Nachhaltig ist auch in Stammkergärten natürlich ein großer Begriff. Für mich als erstes erstmal, dass die Gebäude, die hier stehen, sicher lange stehen können und werden. Wir haben hier ein Quartier geschaffen, das auch eine relative Dichte, was auch viel Kritik erzeugt hat, mit sich bringt. Wir haben hier Gebäude gebaut, die halt nicht so viel Platz verbrauchen und Wohnraum bieten sollen, der noch bezahlbar ist. Das geht nur, wenn man ein Quartier baut. Gleichzeitig ist es auch so, wenn wir eine gewisse kritische Menge an Bewohnern schaffen, können wir halt hier auch einen Supermarkt, ein Café, einen Bäcker ansiedeln. Wenn wir das nicht tun würden, sondern weiterhin zersiedeln würden und großflächig aufbauen würden, wäre es in meinen Augen nicht nachhaltig, weil wir würden Flächen verbrauchen und versiegeln. Wir hätten die Probleme wieder, die wir nicht mehr haben wollen. PV kommt auf die Dächer, PV kommt von der Energie runter in den Keller. Dort sind Speicher vorgesehen, um halt dieses Thema auch zu spielen. Das heißt, wir erzeugen vor Ort einen Teil der Energie, den wir verbrauchen. Wir speichern inzwischen, um eine möglichst hohe Eigenenergierate hinzukriegen, die wir verbrauchen. Und wir bieten halt E-Mobilität an mit Lösungen, die halt für unsere VW-Fahrzeuge und auch für andere Fahrzeuge natürlich neu und spannend sind. Thank you.
20 Leute gerechnet, aber ihr seid ja nur, was weiß ich, zwei weniger. Ja, wir haben unterwegs welche verloren. Von der anderen Rheinseite. Abitur bei. Ja, bei der Firma Hövelmann, bei der Spedition Hövelmann, ist ein gutes Beispiel. Wir haben hier am Standort 250.000 Kilowattstunden Stromverbrauch über die Lagerplätze und die Logistik und die Büroarbeitsplätze. Die Photovoltaikanlage liefert hier 611.000 Kilowattstunden jährlich. Davon können 23% direkt verbraucht werden. Das heißt, das Unternehmen speist zwar noch viel Energie ein, macht sich aber autark. Auch ohne Speicher werden die Strombezugkosten hier halbiert. Ja, das ist das Interessante in dem Falle. Also es sind nur noch 56% letzten Endes, die nicht mehr benötigt werden vom Energieversorger, sondern nur noch ein ganz kleiner Teil. Und das ist auch ohne Speicher möglich. Nach der neuen EEG-Gesetzgebung, die seit Anfang des Jahres gilt, mit der Übergangsfrist zum 31.03., ist das nicht mehr möglich. Also viele Unternehmen sind abgeschreckt, weil ab 300 Kilowatt Peak muss ich nachweisen, dass ich mindestens 50% Eigenverbrauch habe. Und wenn ich das nicht mehr tue, bekomme ich nur eine feste Vergütung für die ersten 50% und für die zweiten 50% nur noch eine Marktprämie. Und das schreckt viele Unternehmen aus unserer Sicht unnötigerweise ab, ja, und hält erstmal die Energiewende eigentlich auf. Mehr Unternehmen müssten Anlagen in der Größenordnung bauen, weil der Strom, der hier nicht verbraucht wird, der wird auch ganz sicher beim Nachbarn verbraucht. Also grundsätzlich brauchen wir viel mehr von den Anlagen und die Bereitschaft bei den Unternehmern ist ja da. Nur wenn der Gesetzgeber scheinbare Hürden aufbaut im EEG, dann sind viele davon abgeschreckt. Ja, das ist generell ein wichtiges Thema, Umwelt, es betrifft Jung und Alt und große Firmen, kleine Firmen und im Lokalen, also für uns als Lokaljournalisten ist einfach super wichtig, die großen Themen auf das kleine Lokale runterzubrechen und zu gucken, was machen ansässige Unternehmen hier, um eben zu helfen oder so ein Zeichen zu setzen, so wie mit dem Radfahren ja jetzt auch Zeichen gesetzt werden. Und deswegen sehe ich das einfach als Hauptaufgabe bei uns im Lokaljournalismus, da einfach zu zeigen, was kleine Unternehmen in der Stadt lokal tun können, um mitzuhelfen.